Das Spielejahr 2015 steht im Zeichen der Next-Gen-Grafik. Die Next-Gen-Konsolen sind bereits eine Weile verfügbar und neben der mehrjährigen Entwicklung von Fortsetzungen erscheinen auch gänzlich neue Titel, die allesamt auf dem PC Grafikeinstellungsmöglichkeiten bieten, um der Konsolentechnik optisch weit voraus zu sein. Einzige Voraussetzung: Hardware, die stark genug ist, um die Anforderungen der Software zu stemmen. Nachfolgend stellen wir euch 10 kommende Spiele vor, die als Kaufgrund für eine neue Grafikkarte gelten können. Dank des hervorragenden The Witcher 2 und dem selbstbewussten Umgang des Entwicklers mit dem Thema DRM steht CD Projekt in der Gunst von RPG-Fans ganz weit oben. Mit The Witcher 3 steht potenziell ein absoluter Top-Hit in den Startlöchern und das RPG zählt nicht umsonst zu den meist erwarteten Spielen systemübergreifend. Technisch zaubert die hauseigene Red Engine 3 wahrlich imposante Bilder auf dem Bildschirm. Statt Havoc Engine kommt nun PhysX zum Einsatz, Tessellation für die Landschaftsdarstellung sowie Wasserberechnung, Fokus auf Mehrkern-CPUs und große Speichermengen. Kurzum, The Witcher 3 wird sehr von einer starken Hardware profitieren und eine gute Grafikkarte ist hier eine quasi Voraussetzung, um das RPG vollends genießen zu können. Mit Siege kehrt Tom Clancy's Rainbow Six wieder zurück auf die Bühne der PC- und Videospiele. Spielerisch vereint man den klassischen und serientypischen Planungsmodus mit modernem Shooter-Gameplay. Die hauseigene Engine Real Blast steht, wie der Name schon andeutet, für die Möglichkeiten der ungeskripteten Umgebungszerstörung in Echtzeit. Auch die Licht- und Raucheffekte wirkten bei dem gezeigten Gameplay sehr gut, was natürlich an die dafür benötigte Hardware denken lässt. Ohne aktuelle Grafikkarte wird auch Tom Clancy's Rainbow Six Siege anspruchsvollen Shooter-Fans verwehrt bleiben. Go, 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 hallway, let's go. We have a party waiting for you. Der vielprämierte Titel Far Cry 3 konnte technisch bereits für viel Freude sorgen. Auch in Far Cry 4 soll die Dunia Engine 2 in Verbindung mit einer modifizierten Fassung der Havoc Physik Engine für Zocker Höchstgefühle sorgen. Das Open-World-Gameplay mit starkem Fokus auf Schießereien, Explosionen und genereller Bildopulenz hat ihren Preis. HBAO Plus, TXAA, Nvidia Hairworks. Möchte man als Spieler auf der sicheren und somit grafisch opulenten Seite sein, könnte der Kauf einer neuen Grafikkarte anstehen. There you are. Hey guys. Angeblich wurde das Third-Person-Shooter-MMO Tom Clancy's The Division grafisch im Vergleich zu der auf der E3 vorgestellten Fassung downgegradet. Doch dann ruderten die Entwickler zurück und sprachen von einem Gerücht, welches zu Unrecht gestreut wurde. Was nun wirklich dahinter steckt, wird man letztlich in den ersten Anspielfassungen erfahren. Anhand des Downgrade-Beispiels Watch Dogs konnte man dennoch deutlich sehen, dass selbst ein Downgrade kein schlechtes Resultat bedeuten muss und dank PC-Individualisierungsmöglichkeiten mit Config-Dateien und ähnlichen Modifizierungen ist hohe Grafikgüte von Division absehbar. Auch für diesen Titel sollte man als Spieler technisch gewappnet sein. Let's change up our skills. Neben kleineren Gameplay-Änderungen wird die Next-Gen-Fassung von GTA 5 vor allem über zusätzliche Grafikdetails verfügen. So wird zum Beispiel der Detailgrad der Flora und Fauna nach oben geschraubt. Abseits solcher Verfeinerungen von Entwicklerseite aus ist basierend auf den Erfahrungen bei GTA 4 auch bei GTA 5 davon auszugehen, dass Modder mit Hilfe von ENB oder anderen Möglichkeiten selbst modernste PC-Hardware zum Schwitzen bringen werden. Auto, das Spiel. So könnte man Project Cars wohl am treffendsten und kürzesten beschreiben. Spielerisch erscheint das selbstgesetzte Ziel der Entwickler, die authentischste, schönste, intensivste und technisch fortschrittlichste Rennsimulation zu erschaffen, basierend auf der aktuellen spielbaren Fassung, durchaus machbar. Diese Schönheit und der Realismus haben jedoch ihren Preis. Ohne Hardware-Power und aktuelle Grafikkarte wird man Project Cars kaum bei hoher Framerate spielen können, was gerade bei einem Rennspiel direkt mit dem Spielspaß in Verbindung steht. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain nutzt Konamis neue Fox Engine. Bereits bei Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Pro Evolution Soccer 2015 und PT Silent Hills hat man diese in Aktion erleben dürfen und dank fortschrittlicher Licht- und Schatteneffekte kommt man an das vom Studio gesetzte Ziel des Fotorealismus tatsächlich einen Schritt näher.
Während Ground Zeroes bereits am 18. Dezember 2014 auf dem PC erscheint, ist mit dem PC-Release von Phantom Pain im Laufe des Jahres 2015 zu rechnen. Um die Schönheit der Fox Engine auf hohen Auflösungen und bei maximalen Details und fortschrittlichen Anti-Aliasing zu genießen, wird voraussichtlich eine starke Grafikkarte benötigt. Batman Arkham Knight setzt zwar auf die Unreal Engine 3 und nicht etwa auf die neueste 4er-Version, doch ist aufgrund von enormen Engine-Optimierungen eine Grafikpracht zu erwarten, die Kritiker wie Spielerzungen erneut schnalzen lässt. Mit sämtlichen modernen Grafikfeatures ausgestattet sowie Nvidias PhysX-Unterstützung sind Besitzer potenter Grafikkarten für eine beeindruckende Bildausgabe gerüstet. Zugegeben, die von Evolve genutzte CryEngine in 4. Generation hat bereits bewiesen, performant und gut skalierbar zu sein. Doch wenn es bei Turtle Rock Studios Mehrspieler-Shooter darum geht, im dichten Dschungeldickicht, bei Dunkelheit, mit schicken Lichteffekten, mit viel effekthaschender Ballerei, schön animierte Monster zur Strecke zu bringen, dann wird für hohe FPS-Werte eine gute Grafikkarte absolut nötig. 2013 erwarb Electronic Arts das Exklusivrecht, Star Wars-Spiele entwickeln und vertreiben zu dürfen. Die Freude der Spielerschaft war groß, als die Battlefield-Schmiede DICE verkündete, an Star Wars Battlefront zu arbeiten. Auf der E3 2014 zeigte man erstes Ingame-Material basierend auf der Frostbite 3 Engine. Und wenn Star Wars-Fans wie Grafikfetischisten gleichermaßen feuchte Augen bekommen, lässt dies auch Hardware-Anforderungen erahnen, für die man technisch gewappnet sein sollte. As fans, we've all dreamt of playing. Das waren unsere 10 Spiele, für die eine neue Grafikkarte nötig sein könnte. Solltet ihr Fragen zu einem der vorgestellten Titel haben oder ein gewisser Titel eurer Meinung nach fehlen, nutzt bitte den Kommentarbereich.